Willkommen zur ja, wahrscheinlich letzten Folge von Sacre Bleu. Wir gehen zu Le Boss. Ach, ist das schon Le Boss? Das sieht ja aus wie so ein Frankenstein-Vieh oder sowas. Okay. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass wir nicht gleich beim Boss landen werden, oder? Oder? Aha, ein Flugzeug will sie bauen? Oder ein Flugschiff? What the fuck? Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich zum anderen Hebel rüber, ne? Zum anderen Knopf, meine ich. Okay, da hätte ich mir ein paar mehr Soundeffekte gewünscht. Was? Ich habe noch nicht so wirklich eine Ahnung. Okay. Ein paar Kotzgeräusche oder so wären halt auch nice. Jo, damit haben wir ihn. Achso, ich dachte, das muss ich einsammeln. Ein Magnet. Okay, das haben wir dann doch relativ schnell hingekriegt. Cooler Bosskampf, also das hat mir wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das Spiel mir jetzt sagt, Ende der Demo. Ja, aber ich denke mal, mehr kommt jetzt auch nicht, ne? Eigentlich ist es ja üblich, dass zumindest ein kleines Textfenster oder sowas kommt. Ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Es macht auch Spaß. Also wenn jetzt die Soundprobleme noch so ein bisschen behoben werden, beziehungsweise dass man einfach wirklich leiser stellen kann. Wobei ich das hier, jetzt habe ich das hier für, ist wieder ein bisschen leiser, keine Ahnung. Und halt noch ein paar Sounds hinzugefügt werden, jetzt gerade speziell beim Endkampf. Dann könnte das ein cooler Titel werden. Also so gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ha!
Oder habe ich jetzt irgendwie hier noch was verpasst? Nee. Ah, okay. Hier ist dann zu. Also ich würde jetzt echt stark vermuten, dass die Demo jetzt auch zu Ende ist. Weil man ja hier definitiv nicht durchkommt. Na gut. Dann war's das. Man muss das jetzt auch nicht weiter noch in die Länge ziehen. Cooles Spiel. Werde ich auf jeden Fall noch mir auf dem oder auf die Wunschliste packen. So ist der Satz besser. Auf den Schirm behalten, würde ich irgendwie sagen. Gut. Spitze, bedanke mich. Bis denn.